Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem Vlog auf meinem Kanal. Wir haben jetzt gerade 7:30 Montag. Mein schöner Weihnachtsmann ist nicht mehr so, wie er sein sollte. Ich mache mich jetzt auf den Weg und fahre zu Rewe. Erstens, um neue Sticker abzustauben. Es gibt ja dieses... Ich zeige euch das mal. Dieses Disney-Buch hier. Und normalerweise gehen wir ja nicht im Rewe einkaufen, weil meiner Meinung nach einfach bei vielen Produkten, finde ich, Rewe viel zu teuer ist. Ich habe schon einige günstigere Produkte gesehen im Gegenzug zu anderen Supermärkten. Aber der größte Teil finde ich jetzt Preis-Leistungs-Verhältnis doch, dass das Ganze ein bisschen teurer ist. Aber es gibt so ein paar Angebote, die wir da ruhig abstauben können. Und deswegen fahren wir da jetzt gleich einmal hin. Und kaufen ein wenig ein. Genau, und ansonsten zeige ich euch mal ein kleines Update bei uns. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go. Wir haben ein neues Bettchen fürs Wohnzimmer gekauft. Wir haben aktuell noch das im Schlafzimmer stehen. Das kann ich euch mal jetzt eben kurz zeigen. Ich habe irgendwie seit heute Nacht eigentlich Schnupfen bekommen. So sieht das jetzt aktuell hier aus. Und hier ist halt das Bettchen im Schlafzimmer. Hier haben wir noch so ein Säckchen für den Scoozy oder hier für den Kinderwagen halt. Genau, hier haben wir noch das Stillkissen, was ich aus dem Krankenhaus mitgebracht habe. Da oben haben wir ein großes. Ja, das ist einmal das große Bett, was wir haben. Ich habe jetzt einmal den Kinomodus ausgemacht. Hier kann man schon den Karton, glaube ich, sehen. Ja, dieses Bettchen sollte oder muss ins Wohnzimmer, hätte hier ins Wohnzimmer gemusst, weil hier wird sich Jonas nämlich am meisten aufhalten. Wir kriegen nämlich eine 24-Stunden-Pflegekraft erstmal. Hat alles so seine Gründe, unter anderem auch wegen dem Sauerstoff. Und wieso habe ich denn jetzt Schnupfen, Mann? Und weil wir halt nicht wollten, dass das Wohnzimmer so komplett dieses ganze Eck zugestellt ist, haben wir uns für ein neues Bettchen entschieden. Natürlich, das andere werden wir jetzt erstmal abbauen wieder und dann, wenn es halt wieder soweit ist, wieder aufbauen. Aber erstmal für die Zeit, solange Jonas halt im Wohnzimmer ist, haben wir uns halt für Baby Bay entschieden. Richtig teuer, Leute, richtig teuer Scheiß. Wir haben das Ganze bei Baby One gekauft. Wir haben uns für den Maxi Comfort Plus entschieden. Da gibt es mehrere Varianten. Ich glaube, man steigt bei 139 Euro ein oder 149 Euro. Ohne Gitter, also ohne dieses vordere Gitter, mit Gitter. Wie gesagt, Comfort Plus hat das Ganze, nur das Gestell, 249 Euro gekostet. Nur mal so. Dann die Matratze bei 49,99 Euro. Dann haben wir noch so zwei Spannbezug-Dinger hier und einmal so Baby-Bay-Nestchen-Schlange, keine Ahnung, wie man das sonst nennt. Genau, ich finde das mega, mega cool. Insgesamt haben wir, glaube ich, 390 Euro für alles zusammen bezahlt. Wie gesagt, haben wir bei Baby One in Ratingen abgeholt, weil unser Baby One den nicht vorrätig hatte. Ja, warum haben wir uns genau dafür entschieden? Erstens, es ist ein Beistellbett, du kannst es als Beistellbett nutzen. Zweitens, kannst du es auch hier zum Beispiel an Sofa oder keine Ahnung wo dran machen. Und drittens, kann man dieses Baby Bay... Was wollte ich jetzt sagen? Baby Bay... Beistellbettchen so umbauen. Und zwar kann das Ganze nämlich ein Hochstuhl werden, ein Schreibtisch werden oder halt so eine kleine Sitzecke später fürs Kind werden. Das finde ich richtig cool. Also hast du im Prinzip drei Möglichkeiten in einem Bettchen und da finde ich, kannst du ehrlich Geld sparen, weil wenn das nicht mehr gebraucht wird, kann das dann erstmal ein Hochstuhl werden. Und wenn es dann nicht mehr gebraucht wird, kann man es zu einem Schreibtisch umbauen. Oder erstmal zum Sitzen, so ein Sitzeckchen und dann zu einem Schreibtisch. Also das Ganze wächst so ein kleines bisschen mit. Und da habe ich gesagt, 390 Euro kommen dafür, dass es mitwächst. Dann haben wir schon mal kein Hochstuhlproblem oder kein Schreibtischproblem mehr. Und da finde ich Baby Bay einfach richtig, richtig cool. Und uns hat einfach die Höhe gepasst. Man kann das Ganze Höhen verstellen. Wie gesagt, wir haben hier ein Gitter, wo wir alles regulieren können. Und deswegen haben wir uns das geholt. Und ich bin wirklich sehr zufrieden. Meine lieben Schnudis, es geht sofort mit dem XXXXL-Vlog weiter. Aber vorher, wir haben November, das heißt Sparmonat. Und ich zeige euch, wo ihr das Beste abstauben könnt vom Besten. Und zwar ist hier einmal mein geliebter Ultenic U12 Wessler Staubsauger, wie viele von euch wissen sollten. Ich liebe diesen Staubsauger. Ich nutze den Ultenic U12 Wessler Staubsauger seit Monaten, hatte davor den Vorgänger über ein Jahr lang genutzt. Und ich liebe die Marke Ultenic. Die sind super günstig, wirklich preiswert,
aber sind bombenmäßig an Qualität und an Leistung. Leute, bis jetzt habe ich alles mit diesem Staubsauger wegbekommen. Reißunfall in der Küche, gar kein Problem, alles weg. Irgendwelche sogar Mini-Steinchen, die auf dem Balkon waren, weg. Ich weiß nicht, wie dieser Staubsauger es hinbekommt, aber der Staubsauger ist wirklich, bei mir hat bis jetzt alles funktioniert. Cornflakes-Unfall in der Küche, gar kein Problem, hat er auch bewältigt bekommen. Ich liebe diesen Staubsauger und würde immer für den Werbung machen und ich hoffe, darf auch in Zukunft dafür Werbung machen. Ich liebe den Staubsauger. Ja, ich zeige euch jetzt, was der alles kann. Wir haben hier einmal so ein grünes integriertes Green-Eye-Licht, also so ein grünes Licht, was hier unten so rauskommt, rausstrahlt. Damit könnt ihr einfach jeden Fussel, jedes Haar, jeden Krümel einmal auf dem Boden entdecken. Ja, man denkt so, ah, alles klar, der Boden ist schön sauber. Ja, dann nehmt ihr euch den Staubsauger, macht den an mit dem grünen Licht und auf einmal könnt ihr eure 10 Kilo Haare, die ihr auf dem Kopf vermisst, wiederfinden auf dem Boden. Also das ist manchmal echt krass. Man denkt sich so, alles ist sauber, dann holt man sich den Staubsauger raus und denkt sich, es ist gar nicht sauber. Also es ist so, ich hasse dieses Ding und ich liebe dieses Ding gleichzeitig. So wisst ihr, wie ich meine. Dann haben wir einmal hier so einen Teleskopstab. Damit können wir für Zwerge wie mich zum Beispiel das Ganze einmal kleiner machen oder falls eure Kiddies mal mithelfen wollen, ne, das Ganze einmal kürzen oder das Ganze halt einfach wieder für größere Menschen, wie ich es halt nicht bin, einfach länger machen. Wir haben im Lieferumfang zwei Aufsätze mit dabei, so zwei Kurzaufsätze. Die könnt ihr jeweils einmal hier oben dran machen und einmal hier unten dran machen. Also sprich, man kann hier einmal mit diesem Teleskopstab spielen oder falls man das wirklich sehr kurz halten möchte, wie ich es zum Beispiel fürs Auto sehr, sehr gerne tue, dann kann man das Ganze auch hier oben einfach dran klicken. Die beiden Aufsätze sind mehr oder weniger drei Aufsätze, denn bei dem zweiten Aufsatz ist das so ein 2-in-1-Aufsatz. Also ihr könnt aus einem Aufsatz zwei Aufsätze machen. Ihr könnt da einmal so mit dem Hebel hoch und runter spielen. Dann habt ihr eine mit einer Bürste und eine ohne Bürste. Also wirklich im Prinzip drei Aufsätze, die wir mit dabei haben. Mit dem Lieferumfang ist selbstverständlich auch eine Halterung für den Staubsauger mit dabei, sodass ihr das Ganze auch einfach easy peasy an die Wand machen könnt. Habe ich jetzt in meinem Falle zum Beispiel nicht, aber die Möglichkeit besteht dennoch. So, falls ihr diesen kurzen Aufsatz hier oben dran macht oder hier unten dran macht, das ist egal. Wir haben auch hier eine integrierte Taschenlampe mit dabei, damit ihr auch zum Beispiel im Auto, wie ich es gerne tue, auch da jeden Krümel einmal sehen könnt und alles easy peasy wegbekommen. Hier unten haben wir dann einmal den Kasten, der alles auffängt. Wie man sehen kann, ich nutze den auch wirklich. Hier ist einmal ein Filter mit dabei, sprich, ihr könnt das einmal abmachen und dann könnt ihr auch zwischendurch einmal, solltet ihr auch wirklich tun, den Filter einmal sauber machen, da bin ich ehrlich. Da haben mir einer oder die anderen geschrieben, hey Alina, was soll ich tun? Euren Filter mal sauber machen wäre auf jeden Fall eine Idee. Muss ich letztens auch erst machen. Dann saugt er auch wirklich am besten, weil bei jedem Staubsauger muss man einfach mal die Filter sauber machen. So, da einige auch schon von euch den Staubsauger zu Hause haben und auf Rat von mir den Staubsauger gekauft haben und wirklich sehr zufrieden damit sind, gebe ich auch gerne den Rat weiter, zwischendurch mal eventuell den Filter sauber machen. Was kann dieser Staubsauger noch? Wir haben hier vorne einmal ein Display, womit wir arbeiten können. So sieht das Ganze einmal aus. Wir haben hier oben einmal drei Knöpfe. Der erste Knopf ist, den kennen wir alle, einmal der An- und Ausknopf. Der rechte Knopf ist einmal das Licht, womit wir spielen können. Sprich, wir können einmal die Taschenlampe anmachen oder dieses Green-Eye-Licht. Und links haben wir dann noch einmal die Funktion, da können wir die Stufe einstellen vom Staubsauger, sprich die Saugkraft vom Staubsauger einstellen. Wir haben einmal die Stufen 30, 60, 90, 120 und 150. Ich persönlich spiele mal in dem Rahmen zwischen 30 und 60 und das reicht mir vollkommen aus, sogar für meine Cornflakes- und Reisunfälle. Also bei mir passt es immer, ich habe nie eine höhere Stufe wie 60, muss ich gestehen. Aus dem Grunde hält mein Akku auch wirklich Ewigkeiten, Ewigkeiten. Ich lade den so selten auf, weil der so lange bei mir hält. Im Übrigen, apropos Akku, der zeigt euch die genaue Minuten- und Sekundenanzahl, wie lange euer Staubsauger noch saugen kann, beziehungsweise wie viel Akku der halt einfach noch hat. Zum Beispiel stellt ihr diese Stufe 60 ein, dann zeigt er euch an, ihr habt noch 27 Minuten und 22 Sekunden, dann habt ihr auch noch 27 Minuten und 22 Sekunden. Ne? Desto höher die Stufe ist, natürlich, desto niedriger wird es, desto kleiner die Stufe ist, desto mehr wird es an Akku halt. Ist ja logisch, ne? Genau. Was haben wir ansonsten noch? Hier haben wir einmal den Akku, da machen wir uns keinen Stress. Easy peasy drücken wir hier vorne einmal den Knopf und können dann den Akku, der mit dabei ist, im Lieferumfang einfach rausholen. Genau, so sieht das aus. Nichts Spektakuläres. Den können wir einfach hier vorne einstecken. Genau, das Ladegerät ist selbstverständlich auch mit dabei. Und ja, was soll ich sagen? Das war's. Hier unten haben wir dann einfach nur noch die Box, wo ihr dann hier den Knopf drücken könnt, was ich jetzt auf gar keinen Fall tun werde, weil ansonsten kommt das Ganze hier raus.
einmal hier vorne das Ganze abmachen, sprich so, zu der Mülltonne gehen, den Knopf drücken, Klappe geht auf, der ganze Müll kommt einmal raus. Mehr ist das nicht, meine lieben Schnutis. Ihr könnt jetzt diesen wunderschönen Ultenic U12 Wässerstaubsauger bei Amazon zu einem unglaublich günstigen Preis abstauben. Und zwar bekommt ihr mit meinem Rabattcode U12ALINA einen so heftigen Rabatt, dass ihr von 199,99 € nur noch 140 € bezahlen müsst. Ja, wo könnt ihr diesen Rabattcode einlösen? Ich und Amazon sind nicht immer ganz so beste Freunde. Ich verstehe da immer sehr selten alles. Deswegen, bei der Kasse, bei der Zahlungsinformation, beziehungsweise nachdem ihr das Ganze in den Warenkorb getan habt, eure Adresse bestätigt habt und an der Kasse angekommen seid bei Amazon, gebt ihr beim Gutscheincode einfach meinen Rabattcode U12ALINA ein und dann wird automatisch der Rabatt abgezogen. Dann zahlt ihr nicht mehr 199,99 €, sondern 140 €. Genau, so könnt ihr sparen. Leute, tut euch den Gefallen, holt euch diesen Staubsauger. Es ist einfach die Liebe von mir. Ihr müsst den haben. Rabattcode U12ALINA. Alles nochmal unten in der Infobox. Einfach mal reinschauen, alle Infos, Link und so weiter und so fort findet ihr dort. Und jetzt würde ich mal sagen, let's go, weiter mit dem Vlog, ne? Ist schon lang genug. Ja, was ich jetzt noch sagen wollte ist, die nächsten Tage wird besprochen, wann der kleine Mann nach Hause darf. Genau, da wird da einen Austausch geben mit der Pflegekraft und oder mit den Pflegekräften, mit der Pflegeleitung da und dem Krankenhaus an sich. Wie gesagt, wir kriegen erstmal eine 24/7 Pflegekraft, beziehungsweise wir kriegen hier eine Pflegekraft, die 24/7 die Woche da ist, im Schichtwechsel natürlich. Aber die ja, Pflegekräfte werden uns erstmal betreuen. Das haben wir auf Wunsch auch unter anderem so geäußert und das war auch eigentlich ein Wunsch vom Krankenhaus, sodass wir mit einer Pflegekraft nach Hause gehen, weil Jonas kommt mit Sauerstoff nach Hause. Also wir wissen nicht, wie es aussieht bis zum Entlassungstermin. Es kann sich jederzeit alles ändern bis zum Entlassungstermin. Aber aktuell würde er mit O2 nach Hause kommen. Also nicht mit einem Highflow-Gerät oder mit einem CPAP-Gerät oder sowas, sondern mit einem ganz normalen, mit einer Sauerstoffbrille, mit einer O2-Brille. Genau. Der Bedarf ist auch nicht mehr so hoch. Deswegen, theoretisch könnte man es alleine machen, aber wir haben gesagt, nö, erstmal so zum Einstieg und sowas ist es ganz nett, wenn wir hier jemanden dauerhaft haben. Vor allem kriegt Jonas auch so die ein, zwei Medikamente noch weiterhin. Und ja, da haben wir halt einfach jemanden da, der sich auskennt. Und bis wir uns dann zu Hause so ein bisschen eingelebt haben, dann kann man immer noch sagen, okay, wir reduzieren, weil das war uns sehr, sehr wichtig. Wir entscheiden. Wir entscheiden, wie lange die Pflegekraft bleibt und wie lange nicht. Wenn wir uns als Eltern dazu entscheiden, okay, oder ich mich entscheide, weil ich ja hauptsächlich zu Hause bin, okay, ich packe das jetzt mit dem Kleinen alleine. Ich weiß wirklich, wie das Monitoring hier funktioniert. Er kriegt ja auch ein Monitoring, also er kriegt einen ganz kleinen Monitor, wo halt die, ja, wo der Puls draufsteht, Sauerstoffsättigung und so weiter und so fort. Gerade bei Sauerstoffzufuhr ist das halt wichtig, dass man halt weiß, wie hoch die Sättigung ist. Mit der Sättigung kenne ich mich halt aus, wie hoch die schon sein muss oder wie niedrig oder wie weit sie sinken darf und so weiter und so fort. Aber es gibt halt einfach so ein paar Faktoren, die mitspielen, worauf man halt einfach achten muss. Und wenn wir sagen, okay, es hat sich jetzt eingependelt, ich kriege alles super alleine hin oder, wie gesagt, ändert sich irgendwas, dann kann man alles ändern. Wir entscheiden, wenn wir sagen, wir möchten nur noch, dass nachts jemand kommt, dann kommt nur noch nachts jemand. Aber erstmal für den Einstieg finden wir das Ganze ganz nett. Ganz toll, dass hier jemand da ist erstmal, ne? Weil man wird ja irgendwo auch, wenn man jetzt, man wird einfach ins kalte Wasser geschmissen ansonsten, sag ich mal so. Wenn du wie soll ich dir das sagen? Also wenn du ein Kind zur richtigen Zeit, ohne Komplikation, ohne irgendwie irgendwas zur Welt gebracht hast, gehst du einfach nach Hause und lebst dich halt so langsam ein. Wenn man aber schon einiges hinter sich hat, ist es doch eigentlich ganz nett, wenn man eine 24-Stunden Pflegekraft zu Hause hat, die einen unterstützt und die halt einem noch unter die Hände greift. Es gibt so das ein oder andere, was sich erst zu Hause einspielen muss, damit man irgendwie eine Routine bekommt. Jetzt hat man gerade eine Routine im Krankenhaus, aber die Routine muss man selbstverständlich auch erst zu Hause bekommen. Aus dem Grunde freue ich mich, dass der Kleine bald nach Hause darf. So, Ladies and Gentlemen, ich war bei Rewe einkaufen, bin vom Glauben abgefallen. Ich habe gerade 40 € bezahlt. Für was? Für fast gar nichts. Ja, aber ich habe, ich glaube, 15 oder 16 Disney-Packungen bekommen. Werden wir gleich zusammen auspacken. So, zum einen habe ich gedacht, ich mache wieder Wraps, Weizen, was auch immer. Ich glaube, die haben 1,39 € gekostet. Haben die nicht mal 99 € gekostet, Brudi? 1,11 € gibt es bei Kaufland, bei Edeka, so oft im Angebot für 1 €. Bei Rewe im Angebot für 1,11 €.
Aber egal, ich will nicht, dass ich den Eindruck voll bekomme. Was mal zum normalen Angebotspreis war, war Jakobs. Ich will jetzt nicht sagen, dass Rewe in allem teurer ist, ja? Ich glaube, es gibt immer mal die besseren Angebote da, die besseren Angebote da. Aber Rewe ist halt, wie soll ich das sagen? In vielen Sachen, was das Standardsortiment angeht, sind die Preise höher wie in anderen Supermärkten. Sprich halt einfach, wie gesagt, mein Beispiel, den ich euch letztens gezeigt habe, der kostet sonst 1,79 Euro oder irgendwie so. Bei Rewe kostet der 2,29 Euro im Normalpreis. So, wisst ihr, wie ich meine? Also nicht alles ist bei Rewe teuer, nur vieles, was ich halt einfach sonst normal kaufe, was ich so in meinem Haushalt führe, ist halt einfach bei Rewe teurer als wie in anderen Supermärkten oder bei Kaufland, bei Edeka teilweise. Edeka ist auch nicht günstig, aber ich finde immer noch günstiger wie Rewe. Also für mich ist Rewe so das High-End-Supermarkt. Der war für 1,79 Euro im Angebot, da habe ich direkt zwei mitgenommen. Das ist okay, 1,79 Euro, Jakobs Kaffee ist immer im Angebot, also immer für den Preis. Dann für 59 Cent gab es einmal so Suppen mit, normalerweise benutze ich sowas nicht, aber das gebe ich ja meine Mutter sonst weiter. Rindfleischsuppe, Buchstabensuppe hier wieder, weil dafür gab es nämlich auch Sticker. Meine Mom kauft die oft, deswegen ist ja nicht verkehrt für 59 Cent. Gebe ich einfach weiter. So, dann einmal Paprika. Auch für eine Packung Paprika gab es Sticker für 1,79 Euro. Patros Leicht habe ich mitgenommen. Oh, kann es sein, dass ich dich gerade ein bisschen zu much gemacht habe? Ich weiß es nicht. Kinder Maxi King auch für 1,11 Euro. Patros 1,69 Euro. Habe ich direkt zwei mitgenommen, habe ich gedacht, für Salat. Ja, ich hole sonst immer das Günstige, aber auch hier gab es zusätzliche Sticker. Dann eine Packung Korni, war im Angebot 1,29 Euro. Zwei Packungen Batterien. Wir haben so ein Mobile, das frisst so krass die Batterien. 1,59 Euro, glaube ich, die Packung. Deswegen habe ich gerade neue geholt, weil wir zu Hause keine mehr haben. Dann nochmal diese Ringli für 1,11 Euro. Schoko und Keks. Ich glaube 1,29 Euro. Oh, die gibt es nicht überall, Leute. Die gibt es bei Aldi und jetzt habe ich die bei Rewe entdeckt. Also Rewe hat auch Vorteile. Dann habe ich Zahnarmlade genommen. Auch hierfür gab es extra Sticker. Da habe ich einfach von Santis neu Triple Zero 0% Zuckerzusatz, Konservierungsstoffe, künstliche Süßungsmittel, Kirsche und Erdbeer habe ich einmal mitgenommen. Wollte ich gerne dieses Jahr in den Weihnachtskorb mit rein tun. Hat ganz gut gepasst. Vor allem so ohne Zucker und sowas. Dann habe ich nochmal Dressing mitgenommen, American Dressing für 99 Cent. Die Dose 1,99 Euro und einmal Eisbergsalat, glaube ich, für 95 Cent. Das war mein Einkauf. Genau, und jetzt tue ich mal die Sticker auspacken und kann euch ja gleich mal, wenn ich fertig bin, das Stickeralbum zeigen. So, ich habe jetzt alles reingeklebt. Ist ein bisschen dunkel. Ich hoffe, ihr könnt irgendwas sehen. Im Hintergrund läuft die letzte Staffel Shameless. Also ich bin auf jeden Fall... Oh, alles klar. Ich... mache meine Weihnachtsdeko kaputt. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gut dabei. Ich konnte heute wieder einiges füllen. Habe zwar auch einige doppelte bekommen, aber auch einige, die ich noch nicht habe. Da ich halt ja jetzt gerade ausnahmsweise bei Rewe mal einkaufen gehe, so sieht übrigens das Buch aus, ich kann euch mal jede Seite so ein bisschen zeigen. Da ich wahrscheinlich aber nicht alles Sticker bekommen werde bei Rewe, gibt es diese tolle Funktion bei eBay Kleinanzeigen oder auch bei Facebook-Gruppen einfach zu tauschen. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier 16 Stück, das sind gerade alles meine doppelte, 16 Stück, die jemand sucht, habe ich gerade zum Tausch angeboten für 16 Stück, die ich halt noch benötige. Also sie hat doppelte und ich habe doppelte und wir tauschen halt einfach 16 gegen 16. Und das hat einfach gerade ganz gut gepasst. So, jetzt bekomme ich hier 16 weitere Sticker und sie bekommt halt 16 weitere Sticker, die ihr fehlen. Genau, das ist so wirklich meine liebste Seite, Rapunzel neu verföhnt. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich liebe das, Alter, wo sie ihm die Bratpfanne überklatscht, der ernsthaft. Das ist so richtig meine Kindheit. Ich habe das in meiner Kindheit geguckt. Ich habe es geliebt. Das ist so eher weniger meine Welt. Ja. Das kenne ich tatsächlich gar nicht. Oder doch? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das kenne oder nicht. Ich glaube ja. Das ist auch noch so eine Seite, weiß ich nicht. Ich glaube aber auch, das ist das Letzte, was rausgekommen ist. Hier gibt es so eine Rapunzel. 2003, nee, den kenne ich nicht. 2023, den kenne ich nicht.
Ja, Leute, was soll ich sagen, ne? Ich habe gedacht, heute sparen wir ein bisschen Sprit. Ich fahre später mit Pascal ins Krankenhaus. Pustekuchen, das Krankenhaus hat uns gerade angerufen. Ist ja ein Schluck auf. Ob wir jetzt nicht Zeit hätten, ins Krankenhaus zu kommen, da die gerne mit uns das Monitoring machen wollen würden. Jetzt denken sich einige, was ist denn das Monitoring? Das Monitoring ist das Gerät, was Jonas mit nach Hause bekommt, was die Sauerstoffsättigung misst, beziehungsweise was uns sagt, wie viel Sättigung hat unser Kind jetzt aktuell, wie ist die Herzfrequenz, das hat er jetzt aktuell auch. Viele werden das wahrscheinlich kennen. Wenn man auch im Krankenhaus ist, kriegt man meistens so ein Pulsometer an den Finger. Ich habe auch so ein Clip-Ding und das zeigt dir halt einfach an, wie hoch deine Sauerstoffsättigung ist. Ne? Und sowas braucht er halt für zu Hause, damit wir, weil er mit Sauerstoff, also wir wissen noch nicht, ob er mit oder ohne Sauerstoff nach Hause kommt. Aktuell benötigt er noch ein klein wenig O2. Er ist nicht mal im Highflow-Gerät oder sowas, aber er benötigt O2-Zufuhr. Und es kann halt sein, dass wir halt mit O2 nach Hause kommen und dann brauchen wir halt dieses Monitoring, beziehungsweise wir brauchen diesen Monitor, der uns sagt, okay, Jonas hat jetzt die und die Sättigung, weil wenn er eine hohe Sättigung hat, angenommen, er piept auf 100%, ist das für uns ein Signal, okay, wir können die O2-Zufuhr runterdrehen, sprich, wir können was rausdrehen, damit er weniger Sauerstoff bekommt. Durch dieses Monitoring kann er uns halt einfach signalisieren, er braucht mehr oder weniger oder gar keinen Sauerstoff. Das ist halt einfach jetzt gerade so bei ihm. Manchmal braucht er gar keinen Sauerstoff, manchmal braucht er ein kleines bisschen mehr. Aber wir sind auf einem guten Level, sag ich mal so. Er kann auch teilweise ohne schon atmen. Aber ja, es ist halt anstrengend trotzdem für die Kleinen. Dann braucht er halt trotzdem irgendwann mal ein kleines bisschen was. Manchmal war es dann so, dann braucht er 10 Minuten was, dann braucht er eine halbe Stunde nichts, dann braucht er wieder 20 Minuten was, dann wieder 5 Minuten nichts. Also es ist immer so ein bisschen, ja, hin und her und dafür brauchen wir das Monitoring. Da das Monitoring aber ein bisschen anders ist, weil das so ein mobiles Monitoring ist, wie halt im Krankenhaus. Im Krankenhaus hast du halt so einen Kasten, das sieht aus wie ein Fernseher und da hast du halt Herzfrequenz. Und die ist bei Jonas jetzt gerade zum Beispiel ausgestellt. Normalerweise kriegst du hier solche Dinger dran geklebt, hier, da und da und da. Und das misst dann halt wirklich haargenau die Herzfrequenz von dem Kind. Das wird bei Jonas jetzt nicht der Fall sein. Der wird jetzt nicht überall Pnökel hier dran, also so Dinger dran geklebt bekommen. Sondern das wird dann halt von dem Sensor, den er am Fuß hat, für die Sauerstoffsättigung mitgemessen. So stelle ich mir das jetzt vor, weil so ist es nämlich aktuell gerade im Krankenhaus auch, damit man ihn nicht zukleben muss. Es ist halt einfach so, dass die kleinen Kinder meistens, wenn die Sauerstoffsättigung runtergeht oder die Herzfrequenz runtergeht und die bradikard werden, geht auch die Sättigung mit runter und dadurch werden halt extra so Pnökel, also so Dinger dran geklebt, um halt genau die Herzfrequenz zu messen und genau um die Sättigung zu messen. Das hat er aber schon seit Wochen nicht mehr. Weil es, was das angeht, eigentlich gar keine Probleme gibt. Genau, aber ich muss jetzt ins Krankenhaus, weil die hat nämlich die nächsten Tage keine Zeit. Und es muss unbedingt heute sein, weil die müssen nämlich beide auch noch zusammenlaufen. Sprich, es muss getestet werden, ob überhaupt das Gerät, was wir bekommen, einwandfrei ist. Natürlich werden die vorher auch getestet, aber ob die Sensoren, beziehungsweise der Sensor vom Krankenhaus und der Sensor, was wir, also den Sensor, den wir mit nach Hause bekommen, das Gerät, was wir mit nach Hause bekommen, auch den gleichen Wert anzeigen. Deswegen werden die doppelt einmal laufen, um zu gucken, okay, die Geräte werden nicht immer 100% dasselbe zeigen. Ja, wir hatten eine Zeit lang beim Highflow noch den Loop an gehabt. Also falls einige nicht wissen, was ein Highflow-Gerät ist. Highflow-Gerät ist Flow plus Sauerstoff. Sprich Druck in Kombination mit Sauerstoff, der durch die Brille kommt. Das ist Highflow. Und dann kannst du halt, wie gesagt, die Literanzahl, die Druckanzahl kannst du da eintippen. Und dann je nachdem kriegst du halt diesen Flow noch mit zu deinem Sauerstoffbedarf dazu. Genau, und da gibt es halt noch diesen Loop und dieser Loop regelt halt die den Sauerstoffbedarf vom Kind. Sprich, das Kind atmet jetzt eine Stunde lang super, super gut und das Kind braucht nur 23% Sauerstoff. Dann kriegt dieses Kind nur 23% Sauerstoff. Merkt aber der Monitor, okay, das Kind geht mit der Sättigung runter, dann knallt er dem Kind wieder den nötigen Sauerstoff, den es braucht, um den Ausgleich wieder zu haben, rein. Sprich, die Schwestern müssen nicht immer alle ins Zimmer laufen oder müssen hoch und runter drehen. Das mussten die am Anfang zum Beispiel machen. Die älteren Kinder kriegen dann meistens immer einen Loop und der regelt das von alleine. Braucht das Kind 20, also 20 gibt es nicht, aber braucht das Kind 21, sprich gar nichts, kriegt es gar nichts. Braucht das Kind 25, kriegt es 25. Braucht das Kind, hat das Kind zum Beispiel einen kürzeren Abfall, weil es sich verschluckt hat, dann geht das Gerät direkt mal auf 40% hoch, einfach um das Kind schneller wieder mit der Sättigung hochzubekommen. Und daher kennen wir das mit dem doppelten Sensor schon und das wird jetzt halt ein paar Tage lang auch so laufen und dann kriegen wir das Monitoring mit nach Hause und genau,
Es geht halt einfach auf Entlassung zu, Leute. Ich freue mich. So, Friends, wir haben jetzt mittlerweile den nächsten Tag. Ich war jetzt gerade duschen. Hab gerade versucht, ein Essen- und Laber-Video zu drehen. Hat natürlich super, nämlich gar nicht funktioniert. Jetzt muss ich mal eben kurz das Rollo hier runter machen. Wie geht denn das hier? So. Nein. So. Also, gestern das Monitoring hat soweit super funktioniert. Habe auch alles sehr, sehr schnell kapiert. Ist eigentlich keine Kunst, muss man dazu sagen. Jetzt kriege ich noch einen Schluck auf. Ist eigentlich gar keine Kunst, das zu verstehen. War alles einfach. War nur gestern ein kleines bisschen kompliziert. Im Nachhinein nämlich hat die Firma, die uns beliefert mit den ganzen Geräten für das Monitoring, weil wir kriegen monatlich nämlich so neue Sensoren und so weiter und so fort. Okay, wir brauchen eigentlich nur einen Sensor. Das ist einmal das Gerät und einmal den Sensor, den man an den Fuß vom Kind macht, der halt die Sättigung vom Kind und die Herzfrequenz bzw. Puls vom Kind halt einfach misst. Diese Firma sollte uns auch den Sauerstoff für Jonas liefern. Nee, tut die jetzt nicht mehr. Wir haben ja so einen Pickel bekommen, so einen Dreck. Ich weiß nicht, wo ich die herkriege. Die tut so weh, Mann. Ich habe gedacht, ich wäre die los. Pustekuchen. Ja, jedenfalls hat die Firma dann so nebenbei auch den Ärzten so erzählt, ey, yo, für Jonas, wir können keinen Sauerstoff liefern. Wieso nicht? Weil unsere Krankenkasse, die, wo wir halt sind, einen Strich durch die Rechnung macht. Jonas kommt mit Sauerstoffflaschen nach Hause, also mit so einem Gerät, was einmal Raumluft mit dem Sauerstoff mischt, weil reiner Sauerstoff nur Sauerstoff für Jonas zu viel ist. Er braucht diese Mischfunktion. Ich weiß nicht, wie man das genau nennt, aber da wird Sauerstoff mit Raumtemperatur gemischt, damit der Sauerstoff noch weniger ist. Weil den Sauerstoff mit dem Regler, den es gibt, also den niedrigsten Sauerstoffregler, den es gibt, der ist für Jonas zu viel. Also 0,05, den die im Krankenhaus haben, der ist zu viel. Es gibt noch einmal 0,03, aber da haben die Ärzte ebenfalls, was heißt nicht Angst, aber die befürchten, dass es dann eine Übersättigung dennoch gibt, weil das dann auch zu viel sein wird. Und deswegen brauchen wir halt dieses, das ist so ein kleines Gerät, der mischt halt einfach dann Raumluft nochmal mit dem Sauerstoff und dann ist der Sauerstoff halt noch weniger, sodass du unter den Regler kommst, den man so hat. Kompliziertes, schwieriges Thema. Auf jeden Fall meinten die dann einfach so zu sagen, ja, geht nicht, wir können keinen Sauerstoff liefern. Die Ärzte stehen da so, Digga, wir arbeiten schon so lange nach dem Motto mit euch zusammen und ihr könnt keinen Sauerstoff liefern. Problem an der ganzen Geschichte war dann, nachdem die herausgefunden haben, dass die Sauerstofflieferanten, die kennen, alle nicht liefern können, haben die herausgefunden, dass unsere blöde Krankenkasse eine der wenigen Krankenkassen in Deutschland ist. Ich bin bei der Krankenkasse zum Glück nicht, aber Pascal ist bei der Krankenkasse und dementsprechend auch Jonas. Haben die herausgefunden, dass die wenigen sind in Deutschland, die einen eigenen Sauerstofflieferanten haben. Das heißt, die Ärzte mussten gestern wirklich, boah, das war bestimmt so 2 Stunden lang oder sowas, eine Lösung finden, wo die jetzt einen Sauerstoff herbekommen und mussten bei der Krankenkasse, wie wir normal aus, mussten auch die Ärzte, sonst haben die Ärzte immer so Sondernummern, nein, mussten die bei der Krankenkasse anrufen, um dann durchzukommen, wurden dann mit irgendjemandem in Bremen verbunden und dann wurde halt soweit alles geklärt, es wurde alles rübergefaxt und jetzt hoffen wir, dass wir da irgendwie bald eine Antwort zurückbekommen, wann die schnellstmöglichst den Sauerstoff liefern können, weil wir haben im Kopf so ein Datum, das wir anstreben, was die Ärzte anstreben, was die Pflegekräfte anstreben, was wir einfach alle anstreben und wir möchten gerne diesen Termin einhalten. Ne? Sodass Jonas auch an diesem Tag nach Hause kommen darf. Aber wenn wir nicht die nötigen Utensilien hier haben, kann er nicht nach Hause. Sauerstoff ist mit einer der wichtigsten Dinger. Auch wenn er schon teils ohne kann, wir brauchen ja trotzdem hier. Wir brauchen Sauerstoffflaschen hier, verdammte Kiste nochmal. Das war gestern. Wir haben zwar noch ein bisschen Puffer nach oben, aber der Puffer ist nicht allzu hoch. Deswegen hoffe ich, dass sie sich schnellstmöglich zurückmelden bei dem Krankenhaus und sagen, hey, yo, wir können dann, genau dann, können wir den Sauerstoff liefern. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht die Welt an Sauerstoffflaschen, ja? Weil Jonas halt nicht viel benötigt. Zum Trick. So sieht das Ganze halt einfach aus. So, jetzt habe ich 4 Minuten 33 gelabert. Waschmaschine an und jetzt warte ich noch auf meine DHL-Bestellung bzw. auch den DHL-Paketmann, weil ich habe bei Baby One was bestellt und das werde ich euch auch noch zeigen.
Leute, ich war gerade dezent verwirrt. Es hat gerade bei mir geklingelt. Ich mache die Tür auf, keiner kommt hoch. Ich gehe runter, obwohl mir steht da so ein Postbote vor mir. Nachname. Kein Hallo, kein gar nichts. Nachname. Sage ich denen so meinen Nachnamen. Und dann so, ja, ich habe hier zwei Pakete. Ich denke mir dann so, wieso zwei Pakete? Ich habe doch nur bei Baby One bestellt. Und dann hat er noch gefragt, ja, nehmen Sie noch ein Paket für die Nachbarin an. Erstmal fragen, für welche Nachbarin oder für welchen Nachbar, weil ich nehme nicht für jeden an. Weil es gibt viele, die nehmen auch bei mir nicht an. Und deswegen ist das so ein Hin und Her. Wer bei mir annimmt, bei denen nehme ich halt auch an. So, und ich habe bei einer Nachbarin angenommen, die nimmt immer Pakete für mich an. Deswegen gar kein Thema. Auf jeden Fall kam jetzt gerade für Jonas tatsächlich ein Paket an. Ich so, hä, wer schickt denn bitte meinem Sohn ein Paket? Habe ich verstanden. Das ist diese Firma, die uns monatlich beliefern wird, die meinen Sohn beliefert mit Sensoren, mit neuen Sensoren. Und die haben jetzt Aufkleber bzw. so Halterungskleberbummens, so Pflasterdinger für den Fußsensor geschickt gehabt. Das hatte die gestern gesagt. Aber jo, das hat sie gestern um 16 Uhr gesagt oder sowas. Nein, nicht 16 Uhr. Um 14 Uhr gesagt. Und heute ist das angekommen. Voll heftig, die Post manchmal. Ich habe euch vorhin vergessen zu zeigen, dass ich noch den Olaf bei Baby One gekauft hatte. Leute, ich liebe es, wenn Läden noch per Papier Retourscheine schicken. Ehrlich, manchmal bauen die das so kompliziert auf mit den Retouren, dass du 578 Jahre erstmal suchen musst, bis du checkst, wo du den Retourenschein herbekommst. Manchmal bei manchen Shops habe ich so Probleme, da willst du was Retour schicken oder ein Teil Retour schicken und du findest halt einfach nicht, wo du eine Rücksendung anmelden kannst. So oldschool-mäßig ganz cool. Oder erklär mal bitte meiner Mutter, wie du jetzt Dinge wieder zurückschicken kannst, dass du dich anmelden musst, vor allem, wenn du sowas telefonisch machst. Meine Mutter ruft so gerne noch bei Otto und Bauer an, telefonisch, und bestellt dann die Sachen durch einen Katalog, die sie bekommt. Erklär ihr dann, wie du die Sachen wieder zurückschicken kannst. Das mache ich dann immer für sie. Also, wir fangen mal mit den Tonis an. Ich habe da hinten auch, ich habe eine Online-Rechnung bekommen. Aber die Tonis müssten 13 Euro irgendwas gekostet haben. So. Ganz wichtig, erstmal The Tony Box. Wir haben uns hier für die grüne entschieden. Es gab nur noch grün und blau. Genau, einmal die hier und Pascal fand die grüne halt einfach supi. So, Toni haben wir uns eins oder Tonis 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Ja, 6 Stück haben wir uns bestellt und 2 hatten wir dann vor Ort gekauft. 2, 3? Ach, keine Ahnung. Ja, egal. Wir haben zum einen Pumuckl gekauft. Pumuckl haben wir auch für die Station gekauft gehabt. Und wir finden den einfach so gut. Dann die Minions. Ich liebe den. Ich liebe die Geschichte der Minions. Pascal feierte Pumuckl über alles. Ich feiere die Minions über alles. Ich finde die Story so cool. Dann natürlich von Benjamin Blümchen Gute Nacht Geschichte. Das finde ich auch sehr, 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 sehr toll. Deswegen haben wir den geholt. Und den Benjamin Blümchen haben wir auch auf der Station. Genau, den finden wir super cool, haben gedacht, den brauchen wir auch. Dann haben wir hier uns das Sandmännchen noch geholt. Ebenfalls auf der Station haben die das Sandmännchen, aber das haben nicht wir geholt, das hatten die schon da, das Sandmännchen. Wir haben nur eine andere Figur geholt, also das ist mal eine andere Geschichte ist, aber das war eigentlich ganz cool. So, dann habe ich Marsha und der Bär geholt, und zwar den Bären. Ich hatte für die Station Marsha geholt und ich habe jetzt gedacht, okay, die Marsha-Story kenne ich schon, hole ich mal die Bär-Story. Der Toni müsste jetzt auch neu sein, also da müsste er erst gerade neu rausgekommen sein. Zumindest als ich geguckt habe, konnte man den bei Mediamarkt vorbestellen. Marsha werde ich mir auch holen, aber ich wollte jetzt nicht übertreiben mit Tonis, deswegen erstmal die hier. Und was definitiv mitkommen musste, wer kennt das Sams? Das Sams ist absolut zu 1000% meine Kindheit. Ich liebe das Sams. Wir haben immer so ein, ich weiß gar nicht, ob der Mann noch lebt, aber bei uns im Kindergarten bzw. in den Hort ist immer so ein älterer Mann gekommen. Der war schon in seine Jahre gekommen. Also ich weiß nicht, ob der noch da ist. Aber der ist immer gekommen und hat uns dann nach dem Essen das Sams vorgelesen. Also nach dem Essen sind wir dann alle an den Tischen sitzen geblieben. Und ich glaube, das war dann immer so freitags oder sowas. Und dann hat er uns ja die Geschichte vom Sams vorgelesen. Und ich habe so geliebt. Ich habe so geliebt. Und Pascal auch. Deswegen, falls jemand den Sams nicht kennt, das Sams hat solche Punkte im Gesicht und das sind Wunschpunkte. Und ja, damit kann man sich halt Dinge wünschen, wenn man es dann korrekt anstellt. Genau, ich lieb's. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 Tonis, die wir unserem Sohn jetzt schon zur Verfügung stellen können und die er sich anhören kann. Schnutis, ich bin jetzt gerade im Action und habe hier was entdeckt. Und zwar einmal diese Schachteln hier mit Merry Xmas and a Happy New Year. Und ich finde die halt passend. Ich habe euch ja vorhin erzählt gehabt, dass ich so einen Schlüsselanhänger gekauft habe. Wie cool wäre es einfach, wenn Jonas das einfach Pascal zu Weihnachten schenkt. Ich glaube, ich brauche jetzt irgendwas anderes zum Geburtstag. Bisschen scheiße. Aber ich habe irgendwie den Gedanke so, wisst ihr, was ich meine? So, hier Papa, finde ich gerade so richtig cool. Deswegen, ich habe hier Ho Ho Ho, Have a Magical Christmas Time. Oder hier dieses Grüne, was ich ganz toll finde. Hier, Merry Xmas and a Happy New Year. Aber das sagt mir irgendwie ein bisschen mehr zu. Das nehme ich mit. Leute, ich war gerade eigentlich schon auf dem Weg, die Klappe, du scheiß Auto, auf dem Weg nach Hause. Ich fahre hier gerade am Fressnapf vorbei und sehe, Alter, dass die schon den Tannenbaum für Weihnachten haben, dass man da schon spenden kann. Ich laufe jetzt, Leute, ich war auf dem Weg nach Hause, ich laufe jetzt in den Laden rein. Ich muss mir das angucken. Die haben hier tatsächlich schon den Tannenbaum aufgestellt und wir werden jetzt ganz, ganz spontan spenden, Leute. Wir haben hier Nala, wir haben hier Ivy, glaube ich, hier haben wir sogar eine Katze Kitty. Ich werde mir jetzt zwei raussuchen und dann spenden wir. Ich bin jetzt fleißig hier am Shoppen, Leute. Ich werde hier alle Wünsche erfüllen. Hier steht immer entweder oder. Zum Beispiel ein Hund wünscht sich ein Geschirr in Farbe Pink in Größe M. Habe ich jetzt mitgenommen. Oder ein Kissen mit Weihnachtsmotiven. Haben die hier leider nicht. Deswegen muss ich gleich gucken, was ich alternativ mit anfangen kann. Und hier wünscht sich ein Hund, also Nala wünscht sich ein Pullover für die kalte Jahreszeit in Größe L. Habe ich. Oder ich mag auch gerne Rinderlunge und ich werde beides mitnehmen. Ich gucke schief, sorry Leute, weil egal. So, ich bin jetzt wieder im Auto. Ich habe für ca. 80 Euro gespendet, beziehungsweise wir haben für ca. 80 Euro gespendet. Denn ich habe letztes Jahr ja auch Spenden angenommen für ein Tütchen für darauf das Jahr, also in dem Falle diesem Jahr. Ich bin mega glücklich, dass ich das gerade jetzt noch gesehen habe und ja, ich freue mich einfach. Ich finde es so toll, für Tiere zu spenden und da gebe ich auch gerne das Geld her. Zwei Tüten sind von mir, eine Tüte sind wie gesagt von euch. Ich habe einmal für Luna gespendet und für Nala gespendet. Luna wollte gerne was Warmes haben, einen tollen warmen Pullover in Größe L habe ich hier gekauft und sie wollte Rinderlunge haben. Habe ich noch nie was von gehört, musste ich nachfragen, Rinderlunge. Ja, das gab es für die Luna. Für die Nala gab es ein neues Geschirr in Pink, wurde gewünscht. Da habe ich so richtig tolles Metallic Pink geholt. Sie hatte sich noch ein Kissen gewünscht mit Weihnachtsmotiv. Das gab es aber leider nicht und alles so vergleichbare. Es gab entweder nur richtig, richtig, richtig große Kissen oder richtig kleine Kissen. Und ja, da wurde halt gesagt, dann soll ich das Geschirr halt mitnehmen, weil es war ja entweder oder. Ich habe eigentlich immer beides mitgenommen, was da drauf stand, aber das oder konnte ich halt in dem Falle wirklich nicht erfüllen, weil es das halt nicht gab. Es gab allgemein Schwierigkeiten. Ich habe mir einige angeguckt und Fressnapf hatte nicht immer alles da, beziehungsweise ja, bei der Rinderlunge war es auch schon ein bisschen schwierig. Da musste auch schon geguckt und gesucht werden. Es spenden tatsächlich sehr, sehr viele, was mich sehr freut. Aber ich brauchte halt so ein Kärtchen, wo ich auch was mitnehmen konnte, was die da haben. Und ja, bei dem einen Kärtchen konnte ich halt nur eine Sache nehmen, weil es die andere Sache halt nicht gab. Es gab entweder für XXL-Hundekissen oder für Mini-Chihuahua-Hundekissen, aber halt nicht so fürs Mittelfeld. Oder das Kissen hat dann 130 Euro gekostet, das kann selbst ich nicht bezahlen. Aber ich finde, eine Spende bleibt eine Spende. Und von euch gab es eine Tüte für Zita. Auch ein Hund. Ich habe für drei Hunde gespendet. Und Zita hat sich Trockenfutter, Futter und ein Spielzeug und so ein Krams gewünscht. Und da haben wir auch ein bisschen was gefunden. Das war so eine Fertigtüte, die ich an der Kasse gesehen habe. Habe ich gedacht, ach komm, nehme ich die mit. Und die Tüte ist von euch. Genau, 80 Euro ärmer, aber das macht nichts. Wir haben drei Hunden eine tolle Freude gemacht im Tierheim. Und das lohnt sich doch in jedem Fall. Und jetzt würde ich sagen, ich fahre nach Hause. Leute, mein Gehirn macht hier gleich die Luke auf, Alter, und verpisst sich. Also wirklich läuft hier gleich von mir weg, weil es sterben immer mehr Gehirnzellen in meinem Schädel. Wieso? Weil sowas wie eine Toni-Box mich meine letzten Kräfte kostet. Ich habe mich so gefreut wegen dieser Toni-Box. Ich habe so heftig abgestaubt, Leute. Ich habe 6 Tonis und diese Box hier für 150 Euro bekommen. Eine neue Box kostet 89,99 Euro und ein Toni kostet 16,99 Euro, also sprich fast 20 Euro. Also könnt ihr euch jetzt mal selbst überlegen, wie viel ich gespart habe. Ich glaube, über 30 Euro habe ich gespart. Normalerweise hätte ich 190 bezahlen müssen und habe noch 150 bezahlt.
Denkt ihr, ich hätte jetzt Bock gehabt, zu Baby One zu fahren, um diese Tonibox zu reklamieren, um dann die Rechnung rauszusuchen, die ich auf meinem Handy habe. Dieses Lalala und dieses Tralala, da hatte ich überhaupt gar keinen Bock. Ja, ein paar meiner Gehirnzellen haben auch schon die Koffer gepackt und sind, ich habe schon wenig, ja, und jetzt sind die restlichen auch noch verschwunden. Ehrlich, ich habe dann vor Wut diese hintere Platte, die hier dran ist, habe ich richtig an die Tonibox gedrückt. Auf einmal springt die an. Ich bin jetzt bereit, mit dir zu kommunizieren, du alte Sau. Ich habe ehrlich gedacht, das Ding spielt jetzt Spielchen mit mir. Ist jetzt nicht so, dass ich null Erfahrung mit Tonyboxen habe. Mittlerweile habe ich Erfahrung mit Tonyboxen. Die auf der Station haben zwei Tonyboxen, besitzen zwei Tonyboxen. Ich habe deren eine Tonybox komplett von A bis Z neu eingerichtet, neuen Account, ganzen Tonys gemacht. Das heißt, also ganzen Tonys geladen. Das heißt, ich weiß, wie es funktioniert. Aber was für Spielchen versuchst du jetzt mit mir hier zu spielen? Keine Ahnung, sie funktioniert jetzt auf jeden Fall. Hoffe ich, das bleibt. Gut, das heißt jetzt, ich werde die einrichten, meine 10 Tonys abspielen, erstmal das Ding hier irgendwie auf Vordermann bringen und dann hoffe ich, dass Pascal sich jetzt bald meldet, weil ich warte schon die ganze Zeit auf eine Nachricht. Ich bin am Scheißrande der Verzweiflung. Ich habe jetzt gerade ungelogen zum 10. Mal versucht, die Tonybox mit unserem verkackten, beschissenen Receiver zu verbinden. Es geht nicht. Was ist sein Scheißwort, sein Codewort? Igel kann er sich quer in sein Sonstwo stecken, Alter. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich bin genervt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin genervt, Alter. Da soll man... Nein. Da kauft man sich eine Tonybox, die wirklich echt viel Geld kostet. Und dann macht ihr aus der Einrichtung, Alter, eine Abiturklausur. Bruder, Prüfung. Ja, erklärt, ich habe nie Abi gemacht. Wahrscheinlich kriege ich es deswegen nicht hin. Junge, dafür musst du gefühlt studiert haben, um die Scheiße einzurichten. Ich weiß nicht, was dein fucking Problem ist. Verbindung steht, alles ist ready. Was willst du? Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ansonsten schmeiße ich die Tonybox gegen die Wand. Ess meinen Salat weiter. Geht nicht. Geht nicht. Es geht einfach nicht. Codewort Igel. Muss ich Präsident jetzt werden, damit ich diese scheiß Tonybox einrichten kann? Ich krieg einen Anfall. Nochmal danke an die Zuschauerin. Leute, ich habe es jetzt geschafft. Es hat mit dem WLAN nicht funktioniert. Ich habe es wie im Krankenhaus, als ich dort deren Tonybox eingerichtet habe, durch Pascal seinen Hotspot gemacht. Anders ging es nicht. Ich habe direkt Hotspot angemeldet, beziehungsweise Hotspot-Passwort eingegeben. Auf einmal bams, fertig. Hat direkt WLAN gefunden. Alter, und ein direkter WLAN-Zugang am A hat er nicht gewollt. So sieht das Ganze jetzt jedenfalls aus. Ich bin mega, 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 mega happy, dass die liebe Followerin mir das so empfohlen hat. Wie gesagt, wir haben einmal das Sandmännchen, Benjamin Blümchen, Rapunzel, Monster AG, die Minions, Olaf, Pumuckl, dann Marsha und der Bär, den neuen, dann das Sams und das ist so ein Schlummerbär oder sowas, fand ich jetzt den Anfang nicht so gut, den ich gehört habe. Ich habe die alle einmal gerade abgespielt, aber ja, so sieht's aus. Ich würde mal sagen, ich beende jetzt das Video. Für mich ist heute Schicht im Schacht. Ich habe heute genug mitgemacht. Genau. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Daumen nach oben, Kommentar und über kostenlos Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. Tschüss mit Ö.